Ja. Weiter geht's. Der Bagger ist aufgeladen, ich koppel das an und ich gebe dann den Herrn Finch gleich noch eine Einweisung aufs Drehbohrgerät. Soll ich dann wieder den Kran übernehmen? Ja, würde ich sagen. Wir waren ja ganz gut, wir haben es ja gut hingekriegt eigentlich. So, ich koppel mal eben dann hier fährt an. Finchi mit Ihnen mit. Ja, warten Sie aber erstmal. Ja, ich habe das ja auch. Paul? Ja? Du kannst das Gerät, was jetzt die Chefin fährt, ja, da kannst du nur hinten, du kannst hinten auch steuern. Okay. Weil der rutscht immer sehr gerne weg. Die Chefin hat da drauf, die kann das nicht. Ich sehe schon. Chefin, Sie machen das gut, ne? Wunderbar, Chefin. Nicht schlecht. Von der Pikel gelernt. Von Pikel auch gelernt. So. Fahren Sie denn jetzt, Chefin? Soll ich den fahren? Ich dachte, ich soll den fahren. Ja, ist doch eigentlich egal, was wir fahren. Wir können auch alles fahren. Oder lassen Sie Finchi fahren. Und Sie setzen sich daneben. Ach so, okay, ja. Ich fahre dann schon mal machen mit dem Kipper dahin. Ja. Okay. Fahren Sie am besten hier vorne unten raus. Unten können wir auch. So, bis gleich. Und dann rechts, rechts. Ah, die Ampel oben ist ein bisschen. Naja, okay. Machen Sie langsam. Haben Sie den befestigt, den Bagger? Ladung ist gesichert. Okay. Dann fahren Sie jetzt hier links, genau. Na, ja, der ist schwer, ne? Sauf, der Jürgen! Müssen wir eventuell bei den Schildern ein bisschen aufpassen, dass sie da mittig fahren. Junge. Genau, geradeaus. Ja, geht noch eine geradeaus. Weil das Schild. Na ja, gut, macht keine Probleme. Aber wir haben auch schon so einige Schilder runtergeholt. Ja, also, bleibt nicht aus. Ja, wenn manchmal der Bagger zu hoch gehangen gestanden hat mit der Schaufel, dann ist schon mal das Schild geflogen. Und jemand hier rechts? Eigentlich liegt jetzt rechts, genau. Ui. Na. Alles klar? Ja, jetzt ja. Ah, Sie merken, es ist nicht so leicht. Ja. Gucken wir das mal. Links, links. Jetzt links. Links, 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 links. Das war der Robert. Was macht der denn hier? Der müsste doch eigentlich bei seiner Frau sein. Liegt im Moment im Krankenhaus. Okay. Da ist nichts Schlimmes. Routine? Nee, Fersensporn. Jetzt links. Die fahren gerne rückwärts, richtig? Bin ich gewohnt, ja. Okay. Ja, die Zugmaschine tut sich schwer, Chef. Ja. Tut sich schwer? Ja, die ist auch eigentlich nicht die richtige für dieses Gewicht, aber die ist eigentlich mehr für die Teile gedacht, also nicht jetzt für dieses super schwere. Aber sie macht ihren Job. Ja, die ist auf jeden Fall besser rangierbar. So, dann machen wir sowas. Hast du das gesehen, Chefin? Ja, der ist einfach rausgezogen, obwohl wir mit unserem Riesengeschoss hier kamen. Das ist unglaublich. Ja, dann werde ich gleich mit dem Herrn Hoxen die Bohrlöcher Sie bohren. Mal was denn? Schauen Sie mal nach rechts. Ach so, ach. Was kommt denn? Also, das ist ja unglaublich. Unglaublich, was treibt der da?
Unglaublich, dieser Mann. Meine Nummer 1, haben Sie das gesehen? Dann noch ohne Rundumleuchten fahren. Ja. Unglaublich. Ein Traum. Ja, der Traum, der kommt jetzt, Herr Hobson. Ja, dann wollen wir mal die ersten Bohrlöcher bohren. Du musst so lachen, ne? Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab euch im Flug überholt. Im Flug. So. Vor allen Dingen. Vinci, dann schau dir das an. Jo. Chefin? Ich hol ihn dann hier oben in den Kran, ne? Oder? Ja, sie müssen, können hinten an die Stellwand fahren. Oder reicht das hier vielleicht? Ich weiß nicht, wann die nächsten Löcher. Reicht das vielleicht von hier? Ich kann es antesten. Ja, der steht ja eigentlich ganz gut. Kommen Sie mal rum, Herr Finch. Ja, der Kran steht gut, Chef. So. Okay. So, und zwar, wenn Sie ihn jetzt praktisch auf der Stufe haben, wo Sie ihn bewegen können, dann jetzt, sag ich mal, so im Ganzen, ja, ne? Dann können Sie ihn drehen. Und wenn Sie ihn jetzt umschalten auf die Aufliegerfunktion, sag ich jetzt mal, dann können Sie mit X und Y-Hebel den hochfahren und mit Q und E, ohne irgendwas zu drücken, fahren Sie den ganz rauf. Q und E. Wird er so gesenkt und mit X und Y wird er so gesenkt. Ja, machen Sie das mal bitte. Wie gesagt, Sie müssen erst umschalten auf den Aufbau, genau. So, stopp, nicht so weit. Und jetzt den anderen. Nicht zu, wenn Sie den jetzt stärker stellen, dann kommt gleich die Mitteilung, dass das Bohrgerät angeschlossen wird. Machen Sie ruhig. Der ist ja hoch genug. Ja. So. Jetzt heben Sie den noch ein bisschen an. Im Ganzen. Ja, genau so. Der Hobson ist schon da dran mit dem Teil. Er setzt jetzt die Bohrkrone drauf. Einen Bohrschuh oder wie es auch immer nennt. So. Nimmt dann noch den zweiten auf, das ist immer sein Spezialität. Ja, ich sehe das schon, da ist da schon ein Profi drin. Ja, der holt jetzt den zweiten und wir können schon mal, Sie können umschalten auf Fahrbetrieb und den so ein bisschen vor, praktisch zwischen Ihren beiden Raupen vor dieses Rohr fahren. Nach links, nach links. So, weiter, ja, weiter, 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 weiter. So, stopp. Jetzt fahren Sie bitte das Bohrgerät noch wieder ein bisschen runter. Also, der muss durchgestreckt sein. Und jetzt einfach nur runterfahren. Ich habe nicht gesagt, wie ich das Bohrgerät runterkriege. Sie müssen einmal wieder auf den Aufbau schalten. Und dann mit Q und E auf den. So, ja, perfekt. Ist ja grün. Und dann fahren Sie mit S die obere Bereiche runter. Aber ich glaube, Sie können noch mit E ein bisschen oder mit U. Dann müssen wir ein bisschen runter, weil das steht nicht am Boden. Ne? Ja, Sie müssen den ein bisschen tiefer noch setzen, sonst kriegen Sie den Bohrer nicht weit genug runter. Du musst noch ein Stück zurück. Zurück. Zurück fahren. Die ganzen sind müssen, ja genau. Fahren Sie ruhig erst ein Stück zurück und dann setzen Sie den Bohrer runter. Ja, ich glaube nicht, dass Sie ihn angeschlossen kriegen, oder? Ja. Ist da an? Jo. Okay, und jetzt halten Sie
den Hebel mit der Pfeil rechts, hören Sie erst zu, Pfeil rechts und Pfeil nach unten Taste gleichzeitig und drücken S dabei. Anders, ja genau. Und jetzt und S dabei drücken. Nee, der geht nicht runter. Sie müssen auch die Pfeil nach unten Taste drücken. Nein, der steht nicht auf dem Boden, Chefin. Und S. Bitte? Ja, nee. Dann kommen Sie noch mal raus. Geht nicht auf dem Boden. Ja, ich geht das nicht. Eben. Vinci, komm hier rüber. Hier, und wenn Sie den leer machen müssen, ein bisschen zur Seite und dann einfach nur rechts, links schütteln. Ist das nicht Wahnsinn? Ja, gigantisch. Da guckt ja genau, das guckt ja genau an, weil das Gestell muss am Boden stehen. So, siehst du? Ah, okay. Da ein bisschen vor. Gut, das war zu viel. Ja, ja. Zu viel, ne, meine ich auch. Gut, runter. Jetzt müsste gehen. Ja, der ist aber nicht so ganz. So, warte, da war er. Guck dir an. Irgendwas? Du musst nämlich gleichzeitig das ganze Gestell muss runter. Ja, ja, ja. Geh dann an. Jetzt klingt sie ein und jetzt geht's los. Jetzt fängt es an zu besissen. Ja. Ja, ich geh schon mal wieder in den mobilen Kran. Wahnsinn, oder Finchi? Finch ist, glaube ich, total beeindruckt. Durchaus, ja. Glaube ich auch. Also jetzt steht da ideal, Herr Finch. Wir brauchen praktisch gleich nur mit D das Ganze, den Aufbau nach rechts zu drehen und dann sind sie in der Position. Allerdings müssten sie natürlich den Bohrer jetzt hochfahren, weil natürlich das Rohr höher jetzt kommt. So, wollen Sie das jetzt mal machen? Oder soll ich einfach mal das Ding rumschwenken hier? Moment, stopp. Nicht so schnell. Warum? Habt ihr noch nicht eingefahren hier? Ach so. Okay, verstehe. Ihr könnt. So. Versuchen Sie mal. Wie gesagt, Sie müssen den Pfeil nach unten und Pfeil nach rechts und noch die S-Taste gleichzeitig drücken. Also, wenn Sie dann angekoppelt haben oben. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Jawohl. C wieder lösen. So, warten Sie mal. Da wird ein bisschen Erde. Ne, ist gar keine Erde. Gucken Sie mal. Aber machen Sie ein bisschen nach links und jetzt die rechte Pfeiltaste und die linke Pfeiltaste so abwechselnd drücken. Genau, sehen Sie, da geht die Erde dann ab. So, Sie müssen den Bohrer wieder hochfahren. Genauso wie das ganze Gestell mit Q. Q macht er nicht? Oder mit Q macht er nicht? Tab-Taste? Mit E? Ja. Okay. Aufbau gerade stellen und Schritt zurückfahren. Ja. Ich weiß nicht, wo die nächste. Und jetzt wieder umschalten. Alles klar. Aha. Ja, nicht so weit, hallo. Bleiben Sie mal hier vorne ruhig stehen. So viel Platz brauchen wir nicht.
Man muss schon mal nah an das Rohr, an das Gelbe ranfahren. So, gut, stopp. Nicht so nah. Warte, der Hauptsinn holt wieder das zweite Röhrchen. Der Hauptsinn ist auch schon mächtig interessiert an unserer Aufnahme hier. Okay, wir können. Stopp. Oder vielleicht noch ein Stückchen vor. Warum reichen? Ja, versuchen Sie mit Kuma runterzusetzen. Nein, ich muss ein Stück zurück. Ja. Nee, nehmen Sie noch hoch. Oh, jetzt steht er gerade, Nee, der ist noch nicht weit genug vor. So. Passt das? Ja, jetzt passt. Gut. Wie gesagt, Sie drücken erst den Pfeil nach unten mit rechts drehen. Und wenn Sie den dann angedreht haben, dann drücken Sie mit S das ganze Ding in den Boden. Und jetzt S. Wunderbar. Weiter drücken. Jawohl. Und wieder hoch. Aus. C lösen. Brauchen ja nur zur Seite drehen. Ne? Ein bisschen leer machen, können Sie nach rechts. Nicht zu weit. Das war nicht so gut, Herr Finch. Das war gar nicht gut, aber wir gucken mal. Warum war das nicht gut, Herr Finch? Sie haben jetzt ein Häufchen da gemacht. Das Häufchen könnte Probleme machen, wenn wir da dran müssen. Besser ist immer so ein Stückchen daneben oder halt hier auf das andere Rohr, was Sie schon gesetzt haben, und da einmal abladen. So, dann drehen Sie mal das Ganze ein bisschen höher, die Bohrkrone. Damit Sie hier auch drüber. Und kann ich rüber? Ja. Aber denken Sie dran, der Bohrer muss noch hoch. So. Gut, ja, aus, Herr Hobson. Er macht sich ganz gut. Gucken Sie mal, Herr Hobson. Ich sag gar nichts mehr und er macht das ganz selbstständig. Ja, perfekt. Perfekt. Sieht gut aus. Ich glaube nicht, wir müssen doch nicht jetzt hier vier Löcher machen, oder? Ich glaube schon. Genau so, Herr Finch. Ich glaube schon. Bohrer muss hoch. Bohrer muss hoch und der Bohrer. Pfeil nach oben. Genau. Und Pfeil nach oben. Nur der Bohrer. Ja. So, jetzt zurück. Zurück. Ich bin gespannt, ob jetzt hier wirklich hier. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Aber, ich denke mal, wenn wir das letzte gemacht haben. Finchi, Pause! Ja. Gut. Ja, Pause? So sieht das aus. Hier, jetzt siehst du mal hier die Zacken, siehst du? Mhm. Und guck mal, wie tief der gebohrt hat. Hier, guck dir mal an. Weißt du mal Bescheid? Jo. Und wenn wir die vier Löcher haben, dann werden die verfüllt. Genau das. Dann müssen wir nachher. Mit. Also genau. Bis später. Bis später dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.